Eierhalt und halt so wissen, worum es geht. So, auf zum nächsten Kapitel, würde ich sagen. Und ich fand, Standard ist jetzt eigentlich gar nicht mal. Wir können es natürlich auf höheren Schwierigkeitsgrad spielen mittlerweile. Also, wir könnten auch. Deine befristeten Einsatzmittel eingereicht. Ich glaube, wir sollten auch jetzt ein paar Items kaufen. Das Spiel wirkt ein bisschen laut, kann das sein? あちらの世界から戻った後すぐに気を失ってあなた3日間も眠っていたのよ。体に起きた変化の負担が大きかったのね。でも研究所の精密検査で異常は確認できなかったわ。目立った外傷もなし、もう動いても大丈夫よ。まずは司令のところに行って、あなたに話があるそうよ。辛いでしょうけど、今はできることをやらないと、ね。In meine Medizin. Steht da auch, wie viel ich von den Gegenständen habe? Besitzt 6 von 9. Davon kaufe ich mir aber eins und finde wahrscheinlich auch so welche. Energiedosis. Füllt deine gesamte Limit-Energie auf. Davon nehmen wir auch mal eins. Naturzelle mit ausreichender Energie zum Auffüllen einer ERD-Batterie. Ein bisschen Geld will ich behalten, weil ich glaube, wir können auch Sachen was ist das jetzt? Kann ich das jetzt nutzen? Die Astralebene, da waren wir nämlich. Ich glaube noch nicht mal, dass das Spiel so lange geht. Weil man auch Kapitelauswahl machen kann. Ich glaube, das Spiel soll auch Langzeitmotivation bieten, indem man alles entdeckt und so höheren Schwierigkeitsgrad spielt oder so. Denn wenn es wie Darren McRae aufgebaut ist mit den Kapiteln und so, könnte es auch schneller vorbei sein, als man denkt. Also Kapitelanzahl und Kapitellänge. Ich denke, ihr versteht, was ich meine, ne?
kann ich immer noch nicht ändern. Was ist eigentlich bei Kostümen? Ja, der Zopf kommt nicht durch. Aha. Können wir nochmal auf Toilette gehen? Einfach weil wir es können. Nein, nein, nicht schon wieder. Ich kenne dich doch. Bla 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 bla. Aber ich hab nicht mehr. Ich will erstmal überall gucken, ob es nicht vielleicht irgendjemanden gibt, der eine Mission hat für uns. Oh. Man weiß es ja nicht. Ist das... Das hier ist frei. Warum? Warum ist da eine Lücke? Ah, hier, Alter. Ausrüstung, stimmt's? Upgrade durchführen. Legatus. Ach, hier habe ich keinen Materialcode für. Aber hierfür. Die Kosten, was? Was? Oh, du warst gerade in Gedanken, was wir das wissen. Wer hat das Menü? Wir müssen fangen mit der Erklärung, was wir das Menü überhaupt ist. Im Grunde steckt das voller Informationen, Informationen, die dir die Arbeit erreichen. Es gibt eine Karte, Information. Zu deinem Item, zu den Statistiken über dich und deine Legion. Ah, ja. Ich will einfach nur die Haken haben. Spielen mit einem Kurbspiel beginnen, wenn du genug hast, viele Kurbspiel werden. Es gibt also kein Online. Thank you.
hast du denn? Später kann ich noch die Körpergröße, das Gewicht und die Maße. Ah ja, scannen wir dann alle Frauen nach deren Maße. てくれた。君には本当に驚かされたよ。レギオン4体の喪失、そして隊員1名が行方不明となったことは重く受け止めている。さらに君たちの出動と時を同じくして ARI が何者かの襲撃を受けた。このタイミングは偶然か。こちらも被害は甚大だ。特にレギオンの量産用プラントが爆破され、その修復には数ヶ月を要する。わかるね。我々に残されたレギオンは君の持つ1体だけになったということだ。にもかかわらずキメラによる侵攻は激しさを増すばかり。そこでプラント復旧までの間、唯一レギオンを持つ君を中心とした組織に再編することを決定した。再編といっても簡単なものだ。君以外のネウロン隊員はサポートに回ってもらう。もちろん各員所轄署と協力し、変異体やゲートの処理にも当たってもらうがね。心配することはない。君にはその資格と力がある。見せてもらったよ。感動すら覚えた。これまでのレギオニスは呼び出したレギオンを抑えるだけのただの猛獣使いだった。だが君は違う。レギオンと完全に精神を共鳴させ、彼らをまるで自分の手足のように扱うことができる。その上、流れ込んだレギオンの力は君自身にキメラと同等、いやそれ以上の力を与えた。君こそが私の思い描いたレギオニスシステムの完成形なのだよ。期待以上だよ、ハワード君。少々話がそれたな。ともかくこれからはレギオンとシンクロしてより高度な戦闘が可能となるはずだ。君と君のレギオンがいれば一騎当選。負担をかけることになるが、人類の未来のためよろしく頼む。少しでも支援できればと思い、トレーニングルームに特別プログラムを用意してある。この時を想定して準備していたものだ。あの時極限状態に置かれ、無意識のうちに使っていた新たな力とレギオンの真の性能を改めて確認しておくといい。詳しいことはトレーニングルームの端末で確認してくれたまえ。
君が噂の新人さんだってね。はじめまして、ピー。僕の名前はラッピー。よろしく、ピー。僕は普段警察官の一人として島民の皆さんに平和と安全を届けるお仕事をしてる、ピー。でもそれだけじゃない、ピー。もう一つ僕には大切なお仕事がある、ピー。それは君みたいな新人さんに署内の設備について説明してあげることだ、ピー。試しにちょっとやってみる、ピー。ビタバイ。ここはトレーニングルームだ、ピー。ニューロン単位専用の訓練プログラムが用意されていて、24時間いつでも自主トレが可能なんだ、ピー。ジンさんやアランさんが使ってることが多い、ピー。隊員の人はみんなお仕事と同じくらいトレーニングが大好きみたい、ピー。うわっ、仕事といえば私も指令に頼まれた書類整理や廊下掃除、他にも何か忘れてるような。怒られる前に何とかしないと。ちょっと心の声が漏れちゃったっぴ。施設についての説明はだいたい今みたいな感じだっぴ。本当は他の案内もしないといけないっぴけど、ちょっとやぼやを思い出したからそれを先に済ませてくるっぴ。でもその前に超便利な技を伝授しちゃうっぴ。ちょっと耳を貸してほしいっぴ。ゴニョゴニョニョニョニョゴニョッピー。Als letzte Hauptquartier kannst du durch den Druck auf Exit Ortwechselmenü aufrufen. Hier kannst du schnell an andere Orte reisen. これで君もこの車内のいろんなところに素早く移動できるようになったっぴ。じゃあ僕は行くっぴ。また後で連絡するから。トレーニング頑張るピよ。komm ich jetzt?Synchro-Angriffe. Synchro-Beschwörung. Ein Aufblitzen deines Legates zeigt dir, dass die Chance für einen Synchro-Angriff mit deiner Legion gekommen ist. Drücke dafür rasch ZL.
aber ich kann ihn doch noch gar nicht rufen. Hä? Drück doch! Hä? Spiel? Das ist der Schwertlegion. Okay, Legionsaktion. Ist die Schwertlegion aktiv, kannst du mit L1 die Hiebstellung wechseln. Dies macht versteckte Energielinien sichtbar. Elektrischen Verriegelungen oder Antennen verbundene Energieflüsse können durchtrennt werden. So kannst du deine Umgebung beeinflussen. Gegner erzeugen beim Angreifen einen Energiefluss, den die Schwertlegion durchtrennen kann. Auf diese Weise lassen sich Angriffe aufhalten. Drücke in der Hiebstellung. Ja. Also den rechten Stick, um deinen Fokus zu aktivieren und die Zeit zu verlangsamen. So kannst du Energielinien leichter durchtrennen. Ach, verdammt! Das ist gar nicht so einfach! Ja.
Jetzt mach doch! Du Pisser! Alter! Ist wirklich nicht einfach! Besonders wenn ich die falschen Knöpfe drücke. Das werde ich nie nutzen. Das ist viel zu schwer. Da kämpfe ich lieber auf normale Art und Weise. Weil ich mit viel zu viel Steuerung habe. Was ist das denn jetzt? レギオンが攻撃すると反応するみたいなんだけど、一つずつ攻撃しても意味がないんだっぴ。もう分かったっぴ。さあ、短い間隔で2つ同時に攻撃する必要があるんだっぴ。そこでソードレギオンの出番だっぴ。エネルギーを切るときと同じ要領で2つを同時に攻撃するんだっぴ。じゃあやってみるっぴ。Thank you.